Freunde, ein neues Interview für euch, ja, mit Giacomo Thys, aka Socke, der nämlich rechts neben mir sitzt, bei mir hier in meinem heimischen Bett. Und ja, ein Protoss-Spieler, den ihr euch wahrscheinlich, den ihr alle schon kennt aus diversen StarCraft 2-Spielen, aber er hat auch eine andere Vergangenheit. Aber trotzdem stell ich doch nochmal ganz kurz vor, was machst du momentan so und ja, was machst du neben dem Gaming? Ja, ich bin gerade, also ich studiere zurzeit in Siegen, spiele viel StarCraft auch. Und bin gerade bei dir zu Besuch und wir casten. Schön am Wochenende. Was studierst du momentan genau? Lehramt und zwar Englisch und Sozialwissenschaften. Okay, dann würde die nächste Frage natürlich total sinnlos sein. Was willst du später arbeiten? Aber in welchem, also wo genau vielleicht? Hast du irgendwelche Ziele, wo du später arbeiten möchtest? Also in welcher Ortschaft? Nee, räumlich überhaupt nicht. Also vielleicht am schönen Niederrhein weiterhin. Ja. Sonst Gymnasium, aber mehr kann man dazu, glaube ich, noch nicht sagen. Du bist jetzt im sechsten Semester, hattest du mir erzählt. Läuft das alles bisher ganz gut? Bist du zufrieden? Sind die Leistungen auch dementsprechend, dass du sagst, das kann so weitergehen? Also ich bin jetzt nicht im sechsten Fachsemester. Ich hatte vorher mal was anderes gemacht, aber soweit läuft es in Ordnung, ja. Wenn man Giacomo Thys hört, wenn man ihn sieht, dann stellt man sich vor, könnte Rocker sein. Er ist der Typ, der vielleicht Schlagzeug spielt oder ähnliches. Passt das Klischee oder was machst du so in deiner Freizeit? Also hobbymäßig oder hast du früher vielleicht auch gemacht? Ja, also ich hab oder spiele immer noch Gitarre und Schlagzeug. Bin da aber jetzt in letzter Zeit mit dem ganzen Gaming nicht mehr so hinterhergekommen. Also ich kann es wahrscheinlich noch, aber in letzter Zeit nicht mehr die Zeit für gehabt. Wie viel Zeit hast du früher investiert und vielleicht auch in der Band gespielt? Erzähl mal ein bisschen was. Ja, ich hatte Gitarre in der Metalband gespielt mit Mob, den kennt vielleicht auch noch ein paar der alten Football-Leute. Und weiß ich nicht, also ich habe Gitarre aktiv, weiß ich nicht, so 6 Jahre vielleicht gespielt. Okay, nächste Frage. Ich habe hier meinen schlauen Zettel übrigens heute mitgemacht, denn ich habe mir so viel aufgeschrieben, dass ich mir gar nicht mehr klar kam. Wie weit bist du im Studio, habe ich dich schon gefragt. Die nächste Frage wäre, genau. Du studierst momentan, du hast gerade schon erwähnt, das ist der richtige Punkt, das mit dem Schlagzeugspielen in der Freizeit ist nicht mehr so angesagt, wenn man viel zockt, denn du zockst ja wirklich viel und neben Studio das zu vereinbaren ist nicht einfach. Wie viel Zeit investierst du momentan fürs Gaming? Das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, in meiner effektiven Spielzeit liege ich gar nicht mal so hoch im Kurs. Ich glaube, ich habe jetzt, weiß nicht, 1200, 1300 Games insgesamt seit Release und da ist eigentlich noch genug Zeit für andere Sachen. Also ich krieg's hin, glaube ich. Und ich sag mal, am Tag sind es dann vielleicht durchschnittlich so 3 Stunden, 3, 4 Stunden. Also eigentlich ist es dann so, dass ich 3 Tage gar nicht spiele und dann mal 3 Tage am Stück jeweils 10 Stunden. Aber ist halt sehr unterschiedlich, wie viel das so am Tag ist. Wie entscheidest du das, wie viel du spielst? Also du stehst auf, wie entscheidest du, wie die nächsten 7 Tage zum Beispiel bei dir irgendwie ablaufen? Also ich plane ja meistens nur 2 Tage im Voraus oder einen. Ja, Lust, Laune, Verpflichtung. Also es kommt meistens so spontan. Oder wenn mal ein wichtiges Turnier ansteht, dann nehme ich mir davor auch schon mal vielleicht eine Woche was mehr Zeit, um fit zu sein auf dem Punkt. Wie würdest du dich einschätzen im Vergleich zu den anderen Europäern und Amerikanern? Also wir wissen ja alle durch die Ergebnisse vielleicht auch, um mal vielleicht ein paar zu erwähnen. Du warst vor kurzem in Kopenhagen, vielen guten Spielern gewesen. Nani war dort, Cloud war dort, Shio war dort. Waren echt viele gute Spieler. In 2 Turnieren bist du jeweils einmal Erster, einmal Zweiter geworden. MLG in Rallye bist du Dritter geworden. So als Europäer doch schon ziemlich gut unterwegs. Wie schätzt du dich in einem Vergleich, ich sag mal, komplett ein, abgesehen von Korea bzw. Asien? Also man kann immer schlecht sagen, wie es auf dem US-Server gerade aussieht, aber ich glaube, ich war noch auf dem Stand, dass der vielleicht im Durchschnitt ein klein bisschen hinterherhängt, hinter uns Europäern. Und in Europa würde ich sagen, bin ich vielleicht Top 5 oder Top 10 der Leute und da bin ich eigentlich auch ganz zufrieden mit. Also man kann es immer schwer sagen, es kommt auch viel auf Tagesform an, dann spielt der eine mal eine Woche mehr, dann ist der auch wieder was besser. Also es ist noch viel Fluktuation, aber im Moment Top 5 könnte man, glaube ich, mit gutem Gewissen sagen.
Jetzt muss man ja auch festhalten, das Spiel ist noch recht jung. Also Potenzial in jeglicher Form, also nicht nur für den Spieler selber, dass man sagt, der könnte vielleicht noch Multitasking stärker werden und so weiter, sondern das Spiel entwickelt sich durchaus noch weiter, auch strategisch und in vielen anderen Bereichen. Was denkst du, in welchem Bereich befinden wir uns gerade, prozentual vielleicht gesehen? Aber würdest du sagen, dass StarCraft jetzt irgendwie bei der Hälfte angekommen ist oder dass noch viele Patches kommen und deswegen wir vielleicht erst irgendwie bei 20% sind? Also ich sag mal, von dem, was man momentan rausholt, sind wir vielleicht bei 60-70%. Aber die Sache ist, mit den ganzen Patches und auch den Add-ons wird das ein vollkommen anderes Spiel werden. Also eigentlich kann man es noch nicht wirklich sagen, wie es spielerisch in einem Jahr aussehen wird. Denkst du, dass diese 30% den Koreanern irgendwann zugutekommen werden? Denn die haben ja in StarCraft Blood War schon bewiesen oder auch in Warcraft waren sie sehr, sehr gut, dass sie dann irgendwann doch nochmal so diesen Ticken besser sind, weil sie einfach viel mehr spielen und ja, also einfach da nicht nur mit Leidenschaft hinter sind, sondern für dieses Jahr wirklich ein Fulltime-Job dann. Ich denke, die Dominanz wird dann vielleicht nicht so groß sein wie bei Brood War. Also ich denke mal, wenn das bei denen so etabliert ist mit den Gehältern und viel mehr Geld als bei uns, werden natürlich auch die Besten sein. Allerdings denke ich nicht, dass es möglich ist, in StarCraft 2, so wie es in StarCraft 1 der Fall war, durch diesen Vorteil an Skill auch sicher zwei Top 3 eigentlich bei jeder WCG zu belegen, also zwei der Top 3 Plätze, wie sie es bisher gemacht haben. Also ich denke, es wird einfacher sein, auch in Zukunft von den Koreanern Games abzunehmen, auch wenn es bei ihnen so professionell läuft, wie es in Brood War der Fall war. Jetzt sieht man ja, dass es auch einige Europäer schon gibt, die den Schritt gewagt haben, nämlich gerade von Team Liquid. TLO zum Beispiel, unser deutscher Vertreter, ist auch dort. Jinro, HeyPro zum Beispiel ist auch dort. Die momentan ehrlich gesagt noch nicht den besten Job dort gemacht haben. Zumindest wenn man Erwartungen hatte, viele Leute aus der Community haben wahrscheinlich erwartet, dass sie vielleicht ein bisschen weiterkommen in den Turnieren der GSL. Was hältst du von dem Schritt nach Korea zu gehen von den Jungs? Denkst du, es war eine gute Entscheidung? Und wenn ja, welche Gründe sprechen dafür oder dagegen? Ich meine, wenn sie sich erlauben können, ist auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Also ich denke, die haben da bestimmt auch eine Menge Spaß. Denen macht das Spiel gerade Spaß. Und solange das der Fall ist und dass ihre Lebensplanung nicht total versaut, denke ich, ist es auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Im Studium könntest du dir vorstellen, zwei Semester auszusetzen und ins Ausland zu gehen? Kann ich jetzt so nicht sagen. Also der Gedanke schwirrt natürlich im Kopf, aber ich weiß jetzt noch nicht, ob sowas wirklich umsetzbar ist. Ja, du kannst es nicht vorstellen. Da ist natürlich auch die nächste Frage, wenn du jetzt schon, ich sag mal, ein TLO, der noch 20 ist, sagt sich, mein Gott, ich habe noch nicht so viel zu verlieren, ich kann auch ein Jahr Pause machen und dann irgendwie studieren. Jetzt bist du 23, du bist schon am Studieren, du hast ein konkretes Ziel, du möchtest irgendwann auf Lehramt dann irgendwie auch irgendwo in einem Gymnasium arbeiten. Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich dann, wie lange gibt man sich denn noch? Also mit dem Studium, je länger es läuft, desto schwieriger wird es in der Regel und desto mehr Druck hat man auch, man will ja fertig werden und dann auch irgendwann das Ergebnis sehen, wie gut ist man wirklich. Wie lange gibst du dir persönlich noch im E-Sport? Jetzt gerade auch rückblickend, du bist ja kein neues Gesicht, auch für wenn viele StarCraft 2 Leute das eventuell denken, die noch sehr jung in der Szene sind. Ja, also solange ich noch Spaß dran finde, werde ich es, denke ich, machen. Ich habe auch in Brood War noch einigermaßen gute Erfolge erzielt, auch mit einer Abiturprüfung, also wenn man Spaß dran hat, dann findet man auch die Zeit, um zumindest noch auf einigermaßen Niveau mitzumachen. Also solange es mir Spaß macht, werde ich irgendwo oben auf jeden Fall in Deutschland mitmischen. Kannst du uns noch mal ganz kurz erzählen, wie lange bist du schon dabei? Denn für die Leute, die wirklich gar keine haben oder sehr wenig und denken so, ja, den Socke, den hat man schon mal gehört oder der hat doch schon mal ein Caster gesagt, der hat früher gespielt. Erzähl oder reiß mal ganz kurz um, wie lange bist du dabei und in welchen Teams zum Beispiel hast du schon gespielt und welche Events hast du mitgenommen? Also angefangen hat es mit Turnieren, glaube ich, 99 bei mir. Da war ich dann 11, 12 oder so. Das erste größte war dann PGL in Berlin. Dann war eine PG-Challenge in Prag, die WCG in Korea früher, das war also 2000, 2001, 2002. Clans habe ich auch einige mitgenommen, also da waren TAM, DKH, Schuk, XL, PG, ich vergesse bestimmt gerade irgendwelche, Alternate jetzt natürlich, A-Losers waren auch, also ich bin da schon ein bisschen rumgekommen und auch schon eine ganze Weile dabei, ja. Albert hat sich dann auch mit Warcraft 3, ich erinnere mich da noch. Ja, genau. Wir sind da geschlossen vom Warcraft-Clan, also Plug und ich sind darüber gewechselt zu Al. Jetzt mal, du hast jetzt so viele Teams schon mitgenommen und auch das dritte Spiel, was du professionell, sage ich mal, halbwegs professionell spielst, mittlerweile mitgenommen. Die Vergleiche, die Entwicklung im E-Sport, wie empfindest du die persönlich und kommt sie dir auch zugute?
Ich habe ja aufgehört, einigermaßen ernsthaft zu spielen, so 2004, 5, 6. Also da habe ich eigentlich so angefangen, inaktiv zu werden. Und der Sprung zu jetzt ist auf jeden Fall ziemlich krass, auch weil ich Brood War vorher gespielt habe. Da war es mit dem Sponsoring ja noch nicht so eine Sache. Und auch die Preisgelder waren viel niedriger. Es ist auf jeden Fall sehr schön, dass es jetzt erstmal viele Turniere gibt, mehr Preisgelder und auch von den Teams das Sponsoring größer ist. Ich meine, früher gab es einmal im Jahr die WCG und sonst war eigentlich ziemliche Flaute in Sachen Turnieren. Also ist schon schön, so wie es ist. Was hat dich bewegt, damals aufzuhören, 2004, 5, 6? Schule fertig, Freundin, Musik, Freunde, Party. Und so hatte ich halt zu tun. Eine Freundin jetzt in deinem Leben überhaupt möglich, zeittechnisch gesehen? Ja, das kann man schon machen, ja. Ach, kann man schon machen. Ja. Aber noch eine Frage zum E-Sport, bevor wir zu sehr abdriften. Dein schönster Moment in deiner E-Sport-Karriere, sage ich mal, also Turnier, Event, Bekanntschaften, was auch immer. Das war die Quali zur WCG 2002. Also ich hatte im Vorjahr, wo ich glaube ich Fünfter oder Sechster bin, ziemlich unglücklich rausgeflogen. Und als ich es dann endlich geschafft hatte und sicher halt den Flug in ein paar Wochen hatte, das war, und dann auf die Bühne gekommen bin mit den zwei anderen, das war, glaube ich, so mein schönster Moment in Sachen E-Sport bisher, als 15-, 16-Jähriger so. Sehr, sehr cool. Aber jetzt als, ich sag mal, alter Mann im E-Sport und ruhiger Kerl, der du nun mal bist und abgebrüht, dein nächstes Turnier, wann steht das an? Wann darf man dich wieder betrachten und hoffen, dass du mindestens die Top 3 erreichst? Also das nächste steht an, MLG in Dallas. Ich hoffe, ich kriege das hin mit dem Flug. Danach dann wahrscheinlich die DreamHack LAN in Schweden irgendwo. Und halt die Intel Extreme Masters, die laufen auch. Aber ich glaube, das sind die Finals erst im März. Und ich freue mich auf alle Turniere und werde hoffentlich fit sein da. Was sind so deine Erwartungen für alle drei Turniere? Das sind ja schon drei bombastische Turniere. Bei dem einen gibt es 19.000, bei dem anderen weiß ich nicht wie viel. Bei Intel Extreme Masters steht es gar nicht fest, glaube ich, bis dato. Oder kann sogar sein, das ist doch schon. Auf jeden Fall gibt es sehr, sehr viel Geld zu gewinnen. Dein persönlicher Maßstab für solche Turniere? Intel Extreme Masters werde ich jetzt, also nach meinem ersten Sieg, ziemlich sicher auf jeden Fall die Offline-Finals schaffen. Das wären schon mal Top 12 und da muss man auch gucken, wie das dann mit den Gruppen und den Matchups aussieht. MLG Dallas weiß ich gar nicht genau und auch DreamHack weiß ich gar nicht, wer anders da ist. Aber wenn die Grids, also wenn die Würfel gut fallen in Sachen Grid, dann ist auf jeden Fall Top 3, Top 5, Top 5 drin. Andererseits kann man natürlich auch irgendwo in der vierten Runde ausscheiden, wenn man direkt zwei hammerharte Gegner im ungünstigen Matchup erwischt. Also ist eigentlich sehr spannend immer alles. Super, danke dafür und ja, viel Glück natürlich in deinen Matches, beziehungsweise ich denke auch die ganze Community wünscht dir viel Glück und wollen dich wieder erfolgreich spielen sehen, denn einer der wenigen richtig, richtig guten Deutschen, die momentan auch international schon so ein bisschen unterwegs sind. Jo, danke. Bitte, Jungs, ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß mit dem Interview, ihr habt ein paar Informationen bekommen, die ihr vorher noch nicht hattet. Wenn ich